Servus Leute, herzlich willkommen. Eine Runde zu einer neuen Ausgabe von Günter Lauch und Gäste. Heute, wie ihr seht, bin ich heute mal woanders, bei Maxi daheim hinten im Garten. Ist eigentlich ganz schön bei ihm, groß und so. Und da gibt es jetzt heute einen speziellen Gast. Eine Parodie von einem Arbeitskollegen. Begrüßen Sie mit mir an Oli, den ich gern Obelix nenne. Wo lachst du? Wie? Wo lachst du? Ja, hallo. Ach, da ist er. Wo lachst du denn? Hi, jetzt habe ich gefunden. Ist er. Okay, ich fang an. Wo irrst du? Man nennt, also sag mal. Jetzt habe ich gefunden. So, jetzt kann er anfangen. Oh, Rolli. Du bist mir. Fang auf. Oh, du bist mir so einer, du. Obelix! Obelix! Jetzt fang an. Also. Was hast du heute so alles gemacht? Basti geärgert. Ich hab mir ein bisschen nass gespritzt, den Burm. Und, ja. Weil ich immer so gerne hinter der Kasse steht, habe ich noch ein bisschen gedisst, wie man so schön sagt. Ja, von dem, was du gemacht hast, also da war, wie du das? Ungefähr. Das. Ja, das ist ja ärgern. So, Oblex. Willst du deine Kasse nicht einmal heiraten? Nein, das ist doch so ein Gerät. Ich habe halt keinen Kalt. Also auf diese Art. Jetzt. Jo. Wo ist denn alles? Da sieht man wieder. So. Ich bin so breit, der Moderator muss ein bisschen auf Zeit. Jetzt so. Ich bin im Bild. Ich muss ja im Bild sein. Gut denn? Jetzt so. Also, weiter. Warum hast du eigentlich so einen dicken Bauch? Asterix. Obelix. Asterix. Obelix. Weiter. Obelix. Ey. Jetzt mach weiter. Ja, ist ja meine Frage, warum hast du so einen dicken Bauch? Ja, das ist so. Ein Bierbauch und weil ich gestern mit meiner Mutter, meinem Vater und dir Schweizhaxen gegessen habe in Hechlingen, gell? Deswegen, okay. Und das geht einfach nicht mehr weg. So, jetzt mach weiter. Wie sehr magst du Basti eigentlich? Oh ja, der Basti, wie sehr kann man den mögen, hä? Nein, na ja. Ja. Also, lieber wie ein Basti habe ich mein Nintendo gegeben. Ja, das ist mir recht viel, gell? Wenn ich mein Nintendo nicht darf, dann brauche ich der Eberhard und Basti nicht sehen, gell? Was spielst du da eigentlich immer so? Ja, Pokémon habe ich früher gespielt, Pokémon Go, das ist jetzt out. Out. Mhm. Ja. Und zurzeit spiele ich Dragon Ball Z. Oder Dragon Ball Z. Okay. Weil das ist zurzeit in, das hat der Frank, das hat der Eberhard, obwohl ich nicht so. Egal, auf jeden Fall der hat's. Der Basti spielt sowas nicht. Der mag das einfach nicht. Versteht das auch nicht, warum der Bus das nicht will. Ist nicht mein Stil. Du willst nicht so in sein, gell? Ich hab halt andere Sachen, die ich für ihn finde. Weißwürst. Ja, okay, mach weiter. Letzte Frage. Was ist denn du so gern? Ja. Ja, mein Wiener Schnitzel, Wiener Art, einen schwarzen Rettich, trotz dass ein Freund immer sagt, der weiß ist besser, aber ich mag bloß das Schwarze. Eine Banane, ich trinke auch gerne einen Bananenshake, den mir ein Kumpel zubereitet. Ja, mehr eigentlich auch nicht. Obelix, was sind so deine Hobbys?
Basti ärgern. Ja, das ist sowieso klar. Mit meiner Mutti spazieren gehen. Ja, ein bisschen was muss man schon für den Bauch tun gehen. Aber dann auch wieder was Neues essen, dass der auch schön dick bleibt. Und Fitness, gell? Ja, das hat mir mal einer angeboten, dass ich Fitness mache. Gell? Ich habe dankend abgelehnt. Weil ein Roli, der wo richtig einen schönen Bauch schon hat, für was braucht man denn ein Sixpack, wenn man ein Pack hat? Gell? Aber okay. Einen großen Einerpack. Ja, wisst ihr, warum ich Roli heiße? Das sagt der Basti am besten, hab's nicht ich gesagt. Weil er immer rumrollt. Wie Roli, warum? Der rollt immer rum. Naja. Roll. Naja. Roll. Auf jeden Fall. Ja, ich muss jetzt wieder gehen. Meine Mutti hat gesagt, ich muss zum Abendessen. Jo. Geh. Also, hier zeig. Also, servus. Tschüss. Das war mein Gast. Roli, alias Obelix. So, dann will ich eigentlich nur meine Leute grüßen. Reini mit Kumpanen. Grüße Miro Master. Grüße. Couchtisch von 39. Und ein paar andere grüße ich noch. Ja, Lisa. Grüß dich. Theo Shepard, wenn du bis 6. Servus. Ich grüße auch alle. Servus. Ja. Ich grüße mich auch selber, wenn es sein muss. Aber gebt euch einmal so ein Flachbildfernseher für 299. Jetzt ihr euch den kaufen, schreibt es in die Kommentare. Wer es will? Nein. Aber nur, was? Flitzi! Finanzierung ab 0% wo gibt's denn sowas? Flitzi! Ingrid, grüß dich! Na Reini, wir sehen uns ja bald. Ah ja, klar. Freu mich schon drauf. Die Reklame tue ich jetzt einmal weg, dann kann ich mich gescheit konzentrieren nochmal. Miro Master kriegt auch mein Herz noch. Oder mehr. Miro Master, grüß dich! Ja, da. Von mir natürlich auch. Na freilich. Ja? Ich hab da ja eh was versprochen, das war eh noch gut. Hab eh noch was gut gehabt. Tut mir übrigens leid, dass ich das letzte Mal so schlecht drauf war. Da hat mir einfach die Chefin richtig angekotzt, aber Schnee von gestern. Ich hatte AIDS gekriegt. Weil einer in die Kommentare nicht geschrieben hat, die Chefin soll AIDS kriegen. AIDS hat's glaube ich schon gekriegt. Die hat schon aufgehört zum Kranken. Ja, ich glaube, die hat es hoffentlich einmal aufgeben, aber ist ein anderes Thema. Jetzt bin ich ja wieder besser drauf und das ist ja, so soll es sein, gell? Und so kennt sie mich ja auch. Da habe ich ein schwarzes T-Shirt angehabt, das war Zeit für schlechte Laune. Jetzt habe ich mein Markenzeichen wieder auch, gell? Und meine Haare vertragen das Drei-Wetter-Taft nicht, die sind ja schon so fettig. Die sind auch verstopft. Ja, jetzt hör auf! So. Ich weiß nicht, was los ist. Die Hitze macht's, glaube ich, aus. Naja, auf jeden Fall war's das jetzt. Sieht man uns überhaupt? Ach, und die Daniela, eine spezielle, die grüße ich auch noch. Die, wenn das einmal sehen sollte. Ei. Hm? Und sonst noch alle, die mich so. Aha, neue kennen. Flamme. Red kein Schmarrn. Red kein Stuss. Ja, okay. Mein Gott. Ihr seht so schön, gell? Aber wir euch nicht. Ja, wo seid ihr denn? Was macht's denn gerade während mir? Das könnt ihr auch mal schreiben. Also alle, die uns mögen, nichts denken, wir sind von dem Wetter deppert. Wir waren heute den ganzen Tag der Sonne ausgesetzt. Ja, ich nicht, ich hab ja Kasse gehabt. Aber ich zumindest. Ja, du bist ja so ein Feld, Junge, du. Ja, ist es so. Ja, ist es so. Ich pflege wenigstens meinen Kassendienst. Ja? Der liebt ja seine Kasse über alles. Ich hab gehört, die heiraten demnächst. Ach, hör auf, das ist bloß ein Geschwätz von den Leuten. Ist nicht wahr. Glückwünsche dürft ihr in die Kommentare schreiben. Man kann doch keine Kasse heiraten. Das geht doch gar nicht, oder Leute? Also weißt
Naja. Ich lehne mir mal an der Tonne an. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt noch einen schönen restlichen Tag. Wenn es euch gefallen hat, das Video, dann könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt uns wie immer abonnieren. Machen wir doch und den einen oder anderen Kommentar da lassen. Wir haben doch noch. Und ihr könnt mir entweder den Instagram folgen. Und ihr könnt mir wie immer in Twitter und in Instagram folgen. Wie ich da heiße, steht im Bild und wie immer in der Infobox. Und Basti könnt ihr in Facebook folgen. Bitte, ich möchte mal wieder neue Kontakte. Das wäre mal wieder was. Könnt ihr mal wieder mal Freundschaftsanfragen schicken? Also die neuen Leute halt. Wäre ich gern dafür. Würde mich auch gern freuen. Ansonsten hat es der Basti zum Punkt zu guter Letzt noch was zu sagen. Hä? Ja, dass ich euch Fans halt einfach liebe. Alle. Ja, du hast gesagt, wir haben noch ein bisschen. Ja, wir haben ja gerade mal fast 11 Minuten. Da könntest du noch was zu guter Letzt sagen jetzt. Bevor wir uns vollends verabschieden. Ja, vielleicht können wir mal wieder einen Stream machen. Das wäre auch mal wieder eine Sache. Da wäre ich auch gerne mal wieder dabei. Wenn er zusagt. Wenn er mal wieder Bock hat, können wir mal gerne mal wieder einen Livestream machen. Wenn alle wieder nett sind, dann machen wir es. Ja, und nicht wieder hier eine Verarschentour machen. Ja. Das muss nicht sein. Aber sonst. Den verarschen gern. Wird man in Real Life schon genug. Ja. Mal schönes Beieinander sein, wie so ein Stammtisch. Ja. Ein Zusammenhockerle. Stammtischbrüder. Ja. Ja. Und ja. Dann. Was? Wie gern habt ihr mich eigentlich? Schreibt es in die Kommentare. Da weiß ich Bescheid. Das steht mich gerne interessieren. So, aber jetzt sagen wir tschüss. Hallo. Weil wir spielen ja jetzt noch Federball. Kann es eigentlich gar nicht, aber man kann es ja mal versuchen. Wenn es sich anstrengt, kann es. Wenn ich das komische Ding erwisch. Das komische Ding. Das komische Ding. Ja, ist so. Das komische Ding. Das erwischt schon noch. Das komische Ding, da könnte sich dir jetzt wieder was ausdenken, was das heißen könnte. Ja. Das ist ein Federball, das komische Ding, wo er meint. Der drückt sich bloß wieder so komisch aus. Kennt doch die Teile nicht. Die komischen. Da könnte ich jetzt wieder sagen, der kennt die Kondome nicht. Hör ja. auf! Sicher kenne ich Kondome, also. Ja. Ja, was hat denn für ein dummes Geschwätz, Burschi? Ja, bei deiner Ausdrucksweise, da können sich die jetzt was Zweideutiges wieder ausdenken. Ja, mei. Das machen die doch sowieso. Also, es wurscht, was man sagt. Naja, wurscht. Also, schönen Tag noch. Ja. Habe die Ehre, wir sehen uns. Oder einen schönen Abend, oder schöne Nacht, oder früh. Ein Mie. Wann und wo das ist, wo sie das halt anschaut, auf der Couch, im Bett. Okay, also. Keine Ahnung. Tschüss. Und soll ich das nächste Mal wieder dabei sein? Wenn ja? Ab in die Kommentare. Also, servus. Aber jetzt müsst ihr mich nicht mehr vermissen. Jetzt bin ich ja wieder da. Nach längerer Pause mal wieder dabei. Alles noch aufhören. Nein, wir haben noch. Aber Federball. Die Viertelstunde ist noch nicht vorbei. Federball. Das ist ganz geil auf das Federball. Ich die Leute gerne noch ein wenig unterhalten. Komm, das kannst du beim nächsten Mal auch. Nee, jetzt sind wir gerade dabei. Nee. Na gut, bis 14 Minuten 15 kannst du noch. So. Was haben wir denn noch alles? Reini, was hast du denn heute alles so gemacht? Kannst auch gleich schreiben, wenn du willst. Halt die Schnauze. Ach, du grüßt halt die Schnauze. Nein, auch. Du sollst die Klappe halten. Also war ich. Ja. Okay. Also, Ihr könnt mal wieder irgendwelche Themen uns überlegen oder so. Aber naja, machen wir dann okay. Schon mal. Also habe die Ehre, wir sehen uns. Aber es war doch schön, dass ich wieder dabei war, oder? Jo. So. Ja. Also. Servus Leidels. Bis bald. Happy Winke Winke. Und immer schön Facebook.